Willkommen in der Redaktion von drohnen.de. Das ist der zweite Teil unseres Reviews über den neuen DJI Spark, der Fun-Drohne von DJI, die speziell für kleine Spaßgeschichten gemacht ist, also mit Gestensteuerung und um Selfies und Dronies zu schießen. Und in diesem zweiten Teil beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Praxis, also wollen euch einfach praktisch mal zeigen, wie die ganzen neuen Flugmodi, speziell die Droni- und Selfie-Modi dann in der Praxis aussehen. Wir schauen uns nun in dem Zusammenhang auch die DJI Go App noch einmal etwas genauer an. Das heißt, hier haben wir die typischen Funktionen, die wir auch von allen anderen DJI-Produkten her kennen. Zum Beispiel kann man die Drohne automatisch starten lassen. Die Steuerung erfolgt dann, indem man hier unten sich zwei Joysticks Felder einblenden lassen kann, die Finger drauf hält und dadurch dann die Drohne entsprechend steuern kann. Das heißt, hier bekommt man das Feld für vorwärts, rückwärts, hoch und zurück eingeblendet und auf der Seite bzw. auf der Seite für hoch und rechts und links drehen. Und auf der Seite für vorwärts und seitlich fliegen. Und jetzt wird spannend, die Fernsteuerung haben wir, wie gesagt, nicht mit dabei, sondern wir können es nur über die App steuern. Wir können jetzt aber hier die Flugmodi umschalten, das heißt, hier ist die normale Steuerung. Dann haben wir die Standard-Flugsteuerung, die wir auch von den anderen DJI-Produkten erkennen, zum Beispiel Active Track, das heißt, hier kann man ein Fenster um ein Objekt ziehen und das Objekt wird dann automatisch im Fokus gehalten. Auch wenn man die Drohne bewegt, schaut es dann immer weiterhin das Objekt noch an. Oder wir können auswählen Tap Flight, das heißt, hier kann man dann auf dem Bildschirm ein Objekt einfach auswählen, irgendwo hintippen und die Drohne fliegt dann automatisch in diese Richtung. Dann haben wir noch den Modus Stativ. Hier sind dann einfach die Drehgeschwindigkeiten und Fluggeschwindigkeiten extrem reduziert, sodass man einfach einen ganz ruhigen Flug hat und sich die Drohne nur ganz weich und ganz langsam dreht und man dadurch extrem ruhige Videoaufnahmen generieren kann. Dann haben wir die Option Gestensteuerung. Das sind die Geschichten, die wir schon getestet haben und euch schon gezeigt haben. Und wir bekommen hier über das Fragezeichen dann nochmal eine Anleitung eingeblendet. Das heißt, hier ist beschrieben, wie man den Start von der Handfläche aus gewährleisten kann. Hier, wie auf der Handfläche gelandet wird. Das Ganze ist auch in Deutsch beschrieben. Das muss man auch nicht einzeln aktivieren, sondern all diese Funktionen sind quasi zur Verfügung, wenn man die Gestensteuerung aktiviert hat. Man bekommt auch, wenn man das jeweilige anklickt, nochmal eine genauere Beschreibung, was man zu tun hat, um die Funktionen auszulösen. Dann haben wir, wie man die Handkontrolle prinzipiell aktiviert, also indem man die Handfläche eben ein paar Sekunden vor die Mavic hält, dann reagiert sie sofort auf die Handbewegungen und das hier sind eben die Handbewegungen, mit denen man dann Aktionen auslösen kann, zum Beispiel vor und zurück und auch rechts und links, was wir euch schon gezeigt haben. Dann kann man noch Folgen bestätigen, indem man die Arme hochnimmt, dann lockt einen die Drohne selber ein, erkennt einen und folgt einen. Und hier ist nochmal beschrieben, wie man die Selfies auslösen kann und wie man die Drohne dann zurückholen kann in eine Standardposition. So viel zur Gestensteuerung. Und dann haben wir noch die neue Funktion Quickshot. Das sind die ganzen Selfie-Modi, die man quasi hat. Man ist dann sofort hier in diesem Quickshot-Menü, bekommt dann auch erstmal keine Anleitungen angezeigt, sondern man muss erstmal ein Motiv markieren. Das Problem ist, dass wir jetzt hier keine Person erkennen. Das heißt, das kann man nur machen, wenn wirklich eine Person oder wir probieren es mal. Ach doch, funktioniert auch mit Objekten. Das heißt, jetzt ist das Objekt sozusagen als das Objekt, von dem ich ein Selfie oder ein Foto machen will, erkannt. Und jetzt muss ich mir hier unten den Modus auswählen, den ich letztendlich dafür nehmen will. Und da gibt es einmal den
Modus Droni. Das ist der Modus, wo die Drohne dann von diesem Objekt rückwärts schnell nach hinten und oben wegfliegt und dabei eine Videoaufnahme macht. Dann haben wir Kreisen, wo die Drohne dann um genau dieses Objekt, was ich markiert habe, im Kreis ringsrum fliegt und das Ganze währenddessen filmt. Oder wie in einer Helix ringsrum fliegt und ich glaube sogar dabei aufsteigt. Das heißt, die Schlange wird immer größer und der Radius wird dadurch immer größer. Und dann haben wir noch den Rocket-Modus. Das ist der Modus, wo die Drohne quasi gerade nach oben steigt und dabei dann das Objekt filmt. Die Aufnahmen werden jedenfalls, glaube ich, auch automatisch gestartet. Die drei ersten Modi zeigen wir euch gleich noch im Anschluss. Dafür gehen wir dann erstmal auf freies Feld, wo wir bessere Sichtweise haben. Den Rocket-Modus probieren wir jetzt mal von hier aus, da wir hier nach oben freie Flugbahn haben. Und das Ganze, wenn wir das starten, wählen wir den Rocket-Modus aus. Hier bekommen wir auch nochmal eine Anleitung, wie das Ganze dann aussehen wird. Und müssen dann in der Mitte auf Go drücken, um diesen Modus zu aktivieren. Hier bekommt dann auch kommt die Hinweis, dass man im Umfeld entsprechend darauf achten muss, genügend freie Flugbahn zu haben. Und jetzt sehen wir schon, wie die Drohne anfängt zu steigen. Die Aufnahme wurde auch gestartet, das heißt, wir können uns das Ganze jetzt auch aus der Drohnenaufnahme angucken, nachdem wir gelandet sind und die Aufnahme uns dann anschauen. Und jetzt steigen wir gerade nach oben und das Objekt bleibt auch im Fokus und es wird wieder gelandet. Dabei ist die Aufnahme jetzt auch ausgeschaltet worden. Das heißt, es wird nur beim Steigflug aufgenommen und beim Sinkflug ist die Aufnahme dann wieder deaktiviert. Das und die anderen Modi schauen wir uns gleich nochmal auf dem Freifeld an und auch die Aufnahmen, die wir direkt aus der Drohne dann letztendlich bekommen. Die anderen Funktionen, die wir hier haben, sind die altbekannten Funktionen. Das heißt, hier rechts habe ich die verschiedenen Kameraeinstellungen. Oben sehe ich die GPS-Stärke, also wie viel Satelliten ich gerade empfange, ob das Sensing-System, also das Kollisionsvermeidungssystem, nach vorne funktioniert und irgendwelche Hindernisse erkennt. Die WLAN-Stärke zu meinem Handy. Ich kann dann automatisch auch wieder landen lassen und kann mir unten die Aufnahmen anschauen. Wir können auch nochmal gucken, wie das Collision Avoidance System bzw. die Hinderniserkennung funktioniert, indem ich hier nochmal auf manuelle Steuerung umschalte, die Drohne dann einfach nochmal weiter runter hole. Jetzt die Kamera noch mal etwas nach oben neigen, dass wir hier den Baum direkt vor uns haben. Ich fliege jetzt gleich auf den Baum mal etwas zu, da kommt jetzt hier noch der nähere Baum ins Bild. Sehen wir schon, wie selbst der Baum erkannt wird, die Drohne zurückfliegt und auch entsprechende Geräusche macht. Das heißt, die Hinderniserkennung funktioniert selbst bei Bäumen, die relativ schwierig zu erkennen sind, weil sie kein massives Hindernis sind, sehr gut. Und das ist natürlich keine Geschichte, auf die man sich hundertprozentig verlassen soll, aber die hilft einfach in Notfällen, da einfach nochmal Unfälle zu vermeiden. Unten sehen wir die Geschwindigkeitsangaben, also die Höhe über Grund, die Entfernung zu mir und die Geschwindigkeit, die wir aktuell fliegen. Und ja, dadurch der Funktionsumfang wie immer sehr umfangreich. Man kann natürlich auch noch hier oben in diverse Einstellungen dann reingehen, die man sich setzen kann. Das sind aber sehr viele Details, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen. Jetzt testen wir nochmal die praktischen Drohnenmodi, die anderen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, und schauen uns die Live-Bilder aus der Kamera an. Jetzt sind wir bereit, die Droni-Modi der DJI Spark einmal zu testen. So, dann wechseln wir in den Quickshot-Modus. Markieren uns hier als Person und starten zuerst einmal mit dem Droni.
Und ich tippe jetzt hier auf Go und schon geht es los. Die Drohne startet rückwärts, behält mich dabei im Fokus und macht einen leichten Steigflug. Ich versuche mich hier sogar mal ein bisschen zu bewegen. Das Droni wurde abgeschlossen, die Videoaufnahme wurde beendet und die Drohne kehrt zu mir zurück. Da kommt sie schon angeflogen. Die Videoaufnahme wurde ebenfalls beendet. Wir starten jetzt gleich mal den nächsten Modus. Und zwar möchte ich nun, nachdem ich mich markiert habe, mal den Droni-Modus Kreisen ausprobieren. Ich habe Kreisen ausgewählt, tippe auf Go und schon geht's los. Die Aufnahme wurde gestartet. Die Drohne kreist um mich in einer festen Entfernung, behält mich dabei vollkommen im Blick. Die Aufnahme läuft. Ich kann sogar mal versuchen, mich ein bisschen zu bewegen. Mal gucken, ob sie mich weiterhin im Blick behält. Sie kreist weiterhin um mich, hat einen Kreis beendet und auch die Videoaufnahme wurde beendet. Das hat auch schon mal funktioniert. Dann versuchen wir gleich den nächsten Modus. Wir müssen dazu erst einmal wieder ein bisschen mehr Höhe gewinnen. Ein bisschen Höhe ist, glaube ich, Mindestvoraussetzung für die Modi. Dann wähle ich nun mich wieder selber aus, markiere mich und wähle mal den Flugmodus Helix aus, beziehungsweise den Drohnenmodus Helix und tippe auf Go und schon geht's los. Die Aufnahme wurde wieder beendet. Die DJI Spark fängt nun wieder an, um mich herum zu kreisen und scheint dabei dann die Entfernung zu vergrößern. Das heißt, es wird nicht nur ein Kreis im festen Radius geflogen, sondern der Radius wird hierbei immer größer. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt die 360 Grad beendet wurden, dass dann die Aufnahme auch wieder gestoppt wird und die Drohne wieder zu uns zurückkommt. Es gibt natürlich extrem hübsche Perspektiven, die man dann hier aufnehmen kann. Wir haben jetzt auch schon eine ganz gute Entfernung, sind hier schon auf 40 Meter Entfernung. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, dass dann ein extrem großräumiges Areal frei ist und auch seitlich frei ist, weil da dann natürlich die Hindernissensoren nicht mehr wirken zur Seite. Die gucken ja nur nach vorne. Das heißt, seitliche Hindernisse oder Hindernisse nach hinten können nicht erkannt werden. Die Drohne kommt jetzt auch wieder zu uns zurück. Und damit ist dann auch der Droni-Modus abgeschlossen. Wir schauen, was wir als nächstes testen können. Dann kommt sie schon wieder angeflogen und wir wechseln jetzt nochmal auf den Modus Rocket. Das ist der Modus, bei dem die Drohne gerade nach oben startet. Ich tippe auf Go. Die Drohne startet gerade nach oben über mich, neigt dabei auch die Kamera nach unten. Die Aufnahme ist wieder aktiviert. Fliegt gerade über mich. Wir sind jetzt bei einer Höhe von 20 Metern, senkrecht über mir. Ich werde da auch sehr gut im Fokus gehalten. Wir sind jetzt bei 30 Metern, 35 Meter, 40 Meter. Und jetzt wurde die Aufnahme beendet und der Sinkflug wird wieder eingeleitet. Es kam auch klar, gerade die Meldung, dass der Akku so oder so nun verbraucht ist. Das heißt, die Drohne wird jetzt auch automatisch zurückkehren und wir haben hier gleichzeitig auch nochmal einen Test vom Go-Home-Modus. Das heißt, die Drohne steigt auf volle Höhe, beziehungsweise auf die angegebene Flughöhe für den Go-Home-Modus, einfach um Hindernissen auf dem Heimflug aus dem Weg zu gehen, und kommt bis direkt über uns zum Home-Punkt, der aufgenommen wurde, wo wir gestartet haben, und wird nun direkt bei uns hier landen. Das ist einfach die Sicherheitsfunktion, also der Go-Home-Modus, der entweder greift, wenn der Akkustand niedrig ist, oder der auch greift, wenn die Funkverbindung zum Beispiel zum Handy oder zur Fernsteuerung abreißt. Dabei müssen wir die Drohne natürlich beobachten, da sie jetzt direkt über unserem
Standpunkt runterkommt. Wir wollen ja nicht, dass ihr auf unserem Kopf landet. So, und da kommt es schon wieder ins Bild. Im Go-Home-Modus. Sie verringert die Geschwindigkeit nun beim Landeanflug und wird jetzt direkt landen. So, jetzt kommt nochmal die Info hier, um final zu landen, muss ich nochmal den Schieberegler betätigen, einfach damit sichergestellt ist, dass auch das Landeplateau quasi frei ist und kein Hindernis unten drunter ist, und dann kommt es zur finalen Landung. Das hat alles geklappt, wunderbar. Soweit zu den neuen Flugmodi der DJI Spark. Das komplette Review findet ihr ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dazu blenden wir euch am Ende ein. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken, kommentieren, unseren Kanal abonnieren und natürlich teilen. Das Fazit auch zum DJI Spark findet ihr ebenfalls in unserem kompletten großen Review. Wenn ihr auch weitere Details mal schriftlich nachlesen wollt, findet ihr den Testbericht natürlich bei uns auf www.drohnen.de. Außerdem könnt ihr euch bei uns im Forum und in der Community unter www.drohnen-forum.de auch über den DJI Spark unterhalten, Fragen stellen oder Erfahrungen austauschen.